Hallo, 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 hier ist wieder Schoki van Hoki mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Der Marc Hagenbeck war jetzt noch hier, Bechern, ne? Man muss sich ja ein bisschen Mut antrinken auch hier, ist ja klar bei Schoki van Hoki. Ja, und wir haben heute den 1. März. Am 1. März hat Geburtstag. Und deswegen musste ich mir auch gerade ein bisschen Mut antrinken. Am 1. März 1994 hat Geburtstag dieser jene junge Mann, Justin Bieber, meine Damen und Herren. Justin Bieber. Und der Sascha singt jetzt mal ein Lied von Justin für euch. Ich kenne kein einziges, ehrlich nicht. Ich will es nicht mehr erkennen, wenn ich es höre. Can we still be friends? Das kenne ich aber nur wegen dieser blöden Werbung, die da ständig läuft. Ich gucke noch nicht mal diese Werbung. Jedenfalls ist Justin Bieber genauso berühmt geworden wie wir durch YouTube. Und seitdem verkauft er... Genauso berühmt ist er nicht, er ist ein bisschen berühmter. Ach, was denn? Was denn? Ja. Naja, auf jeden Fall am 1. März 1999 dürfen die Bürger von Estland, Litauen und Lettland nach Deutschland ohne Visum einreisen. Seit dem 1. März 1999. Das ist ein Ding. Ja, und kennst du die Flaggen eigentlich von Estland, Lettland und... Natürlich kenne ich die. Dings, wie heißt das? Litauen? Ja, alles klar. Was sag mal? Das ist rot. Blend mal ein. Ja, jetzt guckst du auf deinem Rechner da. Komm, mach mal das nächste. Komm, mach mal. Blend mal ein. Soll ich mal zeigen? Blend mal ein. Blend ich mal ein? Blend mal einen ein. Ja, rot mit weißem Streifen, hätte ich ja jetzt gesagt. Was ist das? Welches ist das? Estland? Das ist Estland? Ja. Oder Litauen? Litauen, ja, sag ich ja. Litauen, ne? Oder ist es, wie heißt das andere nochmal? Burkina Faso. Lettland. Lettland, Estland oder Litauen? Es ist Litauen. Okay, weiter, nächstes? Das ist? Das nächste? Die nächste, ist? Ja? Soll ich die nächste machen? Was ist das? Okay, das ist ganz klar. Blau, schwarz, weiß ist das, ne? Ganz klar. Blau, schwarz, weiß. HSV? HSV, ist das HSV, das genau. HSV, ja. Und das nächste ist dann? Das nächste ist dann. Das nächste ist Jamaika. Das, nee. Das ist. Nee, Jamaika ist anders. Jamaika ist, glaube ich, grün oben. Ah, okay. Ja. Würde ich sagen, oder? Ja, das kann sein. Ja. Aber hast du gut analysiert, super, muss man sagen, hast ein gutes Grundverständnis von Flaggen. Deswegen sitze ich auch hier. Ja, das hat dich qualifiziert, als du das letzte Mal, als wir eine große Bewerbungsrunde gehabt haben, haben wir gesagt, nur die wirklich flaggenfit sind. Kinder, ich muss euch eins sagen, strengt euch an in der Schule, sonst müsst ihr eines Tages auch hier sitzen. Ja, genau. Genau. Ist so. Ja. Was ist noch am 1. März passiert? Ja, am 1. März 1952, da hat Großbritannien uns die Insel Helgoland zurückgegeben. Das ist aber nett. Ist es denn ein Ding? Das ist aber lieb, ne? Guck mal. Ja. Und sie haben auch kaum was kaputt gemacht. Ne? Nee, die lange Anna steht sogar noch da. Also die lange Anna? Wie eine Eins. Kennst du richtig aus? Warst du schon mal auf Helgoland? Natürlich. Echt? Natürlich war ich schon mal auf Helgoland. Natürlich. Ich noch nicht. Echt nicht? Nö. Ja, deswegen ist die lange Anna vom Namen her, aber ich wüsste nicht, was ist. Ich dachte, die lange Anna ist irgendwie so eine Wirtin irgendwie, die da ist. Die lange Anna aus dem Swingerclub, ja. Ja, genau. Ja. Das habe ich mir jetzt über. Nee, also das, ja, es ist halt eine Insel. Echt, ist es eine Insel? Ist eine Insel, so viel kann ich verraten. Ja. Mit Geschäften. Es sind eigentlich nur Geschäfte da. Ach so, okay. Und Fressbuden und. Ja. Reicht ja eigentlich schon aus, ne, für den Urlaub. Ja. Also die Engländer haben da echt, also jetzt. Haben nur Geschäfte zurückgelassen, ja, also, die lange Anna. Die haben. Im Swingerclub da so. Swingerclub auf der langen Anna. Ja. Kennt man ja. Das war Helgoland. Was war nochmal? Helgoland wurde übergeben am 1. März. Ja. Genau. Estland und Litauen und Lettland dürfen die Bürger nach Deutschland einreisen. Seit 1999 am 1. März. Und Justin hat Geburtstag. Doch, Justin, ey. Ja, dann sagen wir nochmal Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Wir sehen uns wieder. Tschüss, Sikowski, macht's gut. Ciao. Daily.